Hallo miteinander und willkommen zurück zu Disco Elysium mit Torrent Gandhi. Ja, jetzt mal wieder in normaler Videoform. Ja, ich habe es leider nicht in die Livestreams reindrücken können die Woche. Nicht so wirklich, es ist zu viel los. Und so viele andere Sachen, die ein bisschen angesagt sind. Ihr wisst ja, das Spiel, so gerne ich es auch spiele, führt ja auch so ein bisschen leider an Schatten da sind auf dem Kanal. Entschuldigung, hat sich gerade gesteckt, ihr müsst mir das Outfit bewundern. Ja, trotzdem wollte ich euch jetzt die Woche nicht so hängen lassen, deswegen gibt es zumindest mal zwei Folgen in Videoform jetzt am Montag und am Dienstagabend. Vielleicht, also naja, ist quasi angedacht nur an den Tagen, wo es keine Streams gibt. Beruhig dich, Katsuragi. Ganz ruhig. Keinen epileptischen Anfall hier vortäuschen. Ja, also na, den Tagen, wo es keine Livestreams gibt, dass zumindest dann mal ein Video hiervon kommt. Ja, alles natürlich eine Sache von meinem Zeitmanagement. Ich muss natürlich gucken, dass ich mich auch ein bisschen erhole zwischendurch. Und so kann man es zumindest in dem her so ein bisschen weiterspielen. Bis dann vielleicht nächste Woche wieder, ne? Umso weniger neue interessante Spiele rauskommen, ne? Umso mehr haben wir dann Zeit für diese, sage ich mal, älteren Spiele, die wir noch so als Art Lasten hier mit dabei haben. Und ich habe gerade eben geschaut, wenn wir Kim jetzt loswerden, dann könnten wir Klassien noch was fragen oben. Nicht zum Beispiel das hier. Frage Klasse nach Sonntagnacht. Drei Klasse, was sie in der Nacht vor deiner Ankunft in der Realität von ihrem Zimmer aus gehört hat. Wenn Kim nicht da ist und dich nicht davon abhalten kann, sie muss etwas wissen. So. Das könnten wir jetzt mal versuchen zu machen. Jetzt könnten wir ihm ja quasi sagen, ne, geh mal nach Hause hier, ne? Und wir sehen uns am nächsten Tag. Das werden wir mal versuchen. Okay, Kimi. So. Royal Selbstmord, wie hat das denn sie mich geschickt? Warte mal, das ist eine Logikgeschichte. Haben wir gerade maximale Logik an? Ich glaube nicht. Wir haben uns auf eine maximale Schauspielkunst gekleidet. Ah. Des Gewissens, Empathie, Auge, Hand. Und das hier wieder. Das ist Enzyklopädie. Das gibt uns sogar mehr Logik. Interessanterweise. Wir haben aber auch noch Punkte zu vergeben im Moment. Also wir könnten noch ein bisschen in die Richtung gehen. So ist es. Oh. Dieses Hemd gibt uns Logik. Ich kenne das nicht. So ein weißes Hemd, da fühlt man sich schon viel logischer. Oh, wow. Wirklich? Wirklich? Ich habe hier gar keine Ahnung, wie wir jetzt aussehen. Aber auf jeden Fall sind wir logisch sehr viel begabter. Oh nein. So. Mysteriefähigkeit in Logik, um diese weiße Probe zu entsperren. Wir müssen also wirklich einen Fähigkeitspunkt reinstecken nochmal. Es ist unser bester Wert sowieso, ne? Wir können uns ja tatsächlich, das ist ja auch noch so eine Sache. Wieso? Ja, warte mal, nichts tun. Jetzt müsste es aber gehen, ne? Ja, genau. Okay. Die andere Sache ist ja die hier drüben auf der Karte, das sehen wir ja unter Umständen. Wo wir es nochmal versuchen können mit irgendwas. Also die ist entsperrt, die hier. Ich glaube, das ist, ne? Also wenn sie so sind, sind sie nicht entsperrt, weil wir da nicht investiert haben. Und so sind sie entsperrt, weil wir da schon mal höher sind. Das war bei der letzten Probe. Oder? Oder ist es andersrum, weil da muss ich sie einfach anklicken. Ach, okay, alles klar. Ach, schade, es wäre schön gewesen, wenn das, das so gewesen wäre. Also gut. Also das hier können wir gleich versuchen. Ist aber die einzige Logikprobe. Ansonsten haben wir hier viel Suggestion, viel Mechanik weiterhin. Spiegel, Gewandtheit. Ja, schwer zu sagen, ha? Zumindest steht da immer, warte mal, Titus Hardy ist eine Rhetorikprobe. Das heißt, Rhetorik wäre also auch nochmal. Als ich das so anschaue, wir sind so ein echt eloquenter Typ eigentlich. So, wenn man die ganzen komischen Sachen ausblendet, wir sind echt logisch unterwegs und können uns rhetorisch sehr gut ausdrücken. Erhöhen wir die Rhetorik nochmal tatsächlich. So.
Ach so, natürlich. Ja, schauen Sie mal. Sag's auf dein Gesicht. Ich habe mich rasiert. Ja, mit zusammengekniffenen Augen starrt der Lieutenant dein rasiertes Gesicht an. Murmelt er. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Er hustet. Vielleicht. Was ist los? Mir können Sie es sagen, Kim. Ich bin mir nicht so sicher, was diese neueste Entwicklung angeht. Ich glaube, die Koteletten waren eine bessere Idee. Oh, Sie haben etwas mehr verdeckt von dem... Er bricht ab. Oh Mann. Ja? Schaden. Er meint Schaden. Na, jedenfalls gut wie Sie. Der Lieutenant fasst sich wieder. Wo waren wir gerade? Wir waren bei Logik. Und zwar... Ja, warum hat das anfangs der Revier mich eigentlich geschickt? Schau dich doch an, weil du ein Versager bist. Sie haben dich geschickt, um das 57. Revier zu kränken. Was? Nein, das kann nicht stimmen. Es gibt mehr Sinn als die anderen Sachen, an die ich gedacht hatte. Ja. Ja, denk doch mal drüber nach. Du bist ein aggressiver Alkoholiker, der mit dreitägiger Verspätung zur Arbeit aufgetaucht ist. Und zwar in Disco-Kluft mit Pissflecken. Du wurdest nicht hergeschickt, um zu glänzen. Kim, wenn mein Revier mir diesen Fall gegeben hat, weil ich ein Versager bin, quasi als Scherz. Das habe ich mir auch schon überlegt. Sein Ton ist ernst. Dann stimmt es also. Es wäre unglaublich daneben und obendrein unprofessionell. Außerdem halte ich es für eher unwahrscheinlich. Und warum? Ich habe die alten Akten durchforstet. Dieser Disput um die Zuständigkeit, der Martinet polizeilich zu überwachen hat, hat in den 30ern begonnen. Er ist so alt wie mein Revier. Und die ganze Zeit über konnten wir nicht entscheiden, wer Martinet bekommt. Also ja, ich glaube, dass beide Reviere lieber den Sieg davon tragen würden. Ha, also sind Sie der Beste? Ich bin überhaupt nicht der Beste. Halten Sie mich wirklich für einen sicheren Kandidaten? Sicher? Nein. Aber Sie sind alt. Sie haben es bisher geschafft. Irgendetwas hat Sie angetrieben. Wir haben gerade erst angefangen, zusammenzuarbeiten, also weiß ich noch nicht, was es ist. Aber es muss etwas geben. Willenskraft zurückgewonnen. Okay, cool. Also nein, ich glaube nicht, dass man sie als Scherz hergeschickt hat. Und selbst wenn es so war, werden die sich denn doch wundern. Ja. Dafür werden wir versuchen zu sorgen, hier natürlich. Okay, so, ich will bei Sie die. Mich ja nicht. So, hier. Okay, wie war das denn nochmal, ne? Wenn ich hier reingehe oder so? So kann ich ja nicht. Ich müsste jetzt quasi zu der Hütte rüberlaufen. Und ihn dann irgendwie quasi. Kann ich ihn nicht einfach sagen? Es ist Feierabend, ne? Geh mal in dein Zimmer. Kann ich halt echt nicht, ne? Bitte, dass ich das lösen möchte. Nein, 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 das ist schon okay. Okay, okay. Okay. Das heißt jetzt den Klartext, ich müsste da jetzt wirklich rüberlaufen, wa? Na gut. Dann versuchen wir ihn mal loszuwerden. Auf gut Deutsch. Ich werde es mal kurz pausieren, weil ich da jetzt drüber rennen muss und testen, ob das so funktioniert. Ach, warte mal, ich könnte auch die Titus-Sache versuchen nochmal. So kann ich nicht mit den Vorhängen sprechen. Hinter den Hafenarbeitern ein Fenster auf Deckenhöhe. Die Zweige des Weißdornbaums kratzen wie knochige Finger am Glas. Wahrnehmung heroisch. Du siehst zum Fenster hinaus. Okay. Zettel in der Werkstatt. An einem der Äste wurde eine gelbe Schleife gebunden. Hellgelb, mit der Zeit verblichen. Ein winziger Farbklecks in der Finsternis des Dickichts. Daran hängt ein bronzefarbener Schlüssel. Man hat einen Schlüssel im Busch versteckt und eine gelbe Schleife daran befestigt, damit man ihn leichter findet. Er hängt nah genug bei den Riegeln da oben. Man kann ihn einfach aufschieben und ihn nehmen. Sicherlich kein Zufall. Jemand hat einen Schlüssel im Gebüsch versteckt. Du zeigst auf das Fenster.
Der Kerl blickt hinter sich. Ich möchte, dass mir einer von Ihnen den Schlüssel gibt. Können Sie mich da durchlassen, damit ich mir das Ding schnappen kann? Ich weiß ja nicht. Der tätowierte Mann gähnt und macht es sich auf der Bank gemütlich. Ich sitze ja gerade so entspannt. Sie jetzt durchzulassen, würde mir irgendwie nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Affe. Sieht wohl so aus, als müsstest du sie einen Buschtauchgang machen. Möchten sie einen Buschtauchgang machen? Scheiß, viel Glück dabei. Ein Weißdorn kann höllisch zustechen. Wird mir eine Freude sein, zuzuschauen, wie sie da draußen durch die Büsche kriechen. Mit einem dumpfen Knall steht der alte Mann auf, öffnet das Fenster, greift sich den Schlüssel vom Weißdornast und schiebt ihn über den Tisch zu dir herüber. Nett. Nimm den Schlüssel. Ersatzschlüssel zur Werkstatt. Der Schlüssel ist aus Messing in seinem Kopf wurden die Worte Werkstattersatz geätzt. Der alte Mann schließt das Fenster und setzt sich stumm wieder hin. Komm schon, Mann. Wir hatten ein bisschen Spaß. Schei doch nicht, wenn. Ich habe es satt, mir eure Scheiße anzuhören. Siehst du den Schlüssel in deiner Hand an? Ich habe mich welche Tür eröffnet. Das ist die blaue Tür in der Küche. Sie haben dort einen Zettel übersehen. Darauf stand, dass sich der Werkstattschlüssel hinter dem Fenster befindet. Das muss dieser Schlüssel sein. Er hat dann vermerkt in seinem blauen Notizbuch. Und von Ihnen war dieser Schlüssel direkt außerhalb des Gewerkschaftsraums hing? Wusste nicht mal, dass er da ist. Er betrachtet den Schlüssel in deiner Hand. Dann sieht er sich im Raum um. Jungs? Keine Ahnung. Der ist mir nie aufgefallen. Jemand muss ihn da versteckt haben, bevor wir diesen Raum in Beschlag genommen haben. Danke. Kein Grund mehr zu danken. Der alte Mann holt sein Päckchen Kautabak heraus. Ihr Schlüssel kümmert mich einen Scheiß. Okay. Diese Tür. Oh. Halt, da liegt Para, oder? ja, wie aus Tara kurz mal Para wurde, ne? Ja, ne? So, versuch mal die Tür mit dem Werkstattersatzschlüssel zu öffnen. Der Schlüssel passt in das Zylinderschloss. Es erfordert etwas Mühe, ihm nach all den Jahren zu drehen, aber dann klickt das Schloss. Cool. Tja, ich meine, wir waren hier ja schon überall. Auf diesem Flipper-Automaten steht Francone Grinner. Das Thema, wir sind Pferde und Schwerter. Okay. Ja, gibt's aber ansonsten nichts mehr. Oh. Mechanik. All diese faszinierenden Maschinen, sie warten bloß darauf, wieder angeschlossen und bespielt zu werden. Wer ist mit einem Finger über den Staub auf dem weißen Deora-Automaten? Fühlt sich so an, als könne er jeden Augenblick wieder zum Leben erwachen und die Frau in ihrer weißen Robe im Schein der Hintergrundbeleuchtung erstrahlen lassen. Was ist weißer Deora? Das ist wieder so ein. Überlegend blickt er sich um. So ein albernes Flipper-Thema. Vermutlich hat es etwas mit Messina in dolorianischen Zeit. In der dolorianischer Zeit zu tun. Okay. Die Geschichtsthemen sind immer die schlimmsten. Beim Blick auf die Automaten verzieht der Lieutenant das Gesicht. Wollen wir eine von diesen Kisten anschließen und eine Runde flippern? Sie können sie nicht anschmeißen. Sie sind kaputt. Nur der eine Automat draußen im Saal funktioniert. Der Royalist Pinball. Sieht weg. Was für ein dummer Name. Royalist Pinball. Wären die Automaten nicht kaputt, würde er jeden Moment gegen einen von ihnen treten. Wenn du denkst nach Kim Katsuragi. Können sie ja mal versuchen. Das ist eine rote Probe, ne? Das heißt, ich kann mich auch nicht ausrüsten gerade. Aber das ist eine Dreiviertel-Chance fast. Klingt, als hätten Sie keinen Spaß an Flippern, Kim. Doch, ich liebe es. Ich liebe Flippern. Wer liebt es nicht? Aber zurück zur Sache. Er liebt es nicht. So klar, ey. Es ist seltsam, dass er Flipper nicht mag. Kim ist ein Zeolit. Sein Volk ist unglaublich geschickt und liebt das Flippern. Und das ist eine Tatsache. Hey, habt ihr Jungs das Flippern nicht quasi erfunden? Wir Jungs?
Sie wissen schon. Jungs aus Seoul. Flipper über Menschen. Seoul ist eine extrem protektionistische Isola. Der Rest der Menschheit hat keinen Zutritt zu ihr. Und das schon seit über 1000 Jahren. Ich bin kein Experte dafür, trotz meiner Herkunft. Aber sogar ich weiß, dass dort nicht geflippert wird. Sie haben eine starre Klassengesellschaft und ein strenges Justizsystem. Es sieht sich um. Wir sollten mit der Erkundung der Räumlichkeiten fortfahren. Es ist nicht von Belang. Also sind nicht alle Seoliten Flippers? Denn ich könnte schwören, dass sie eines sind. Nein, sind sie nicht. Zurück zur Sache. Gibt es mehr zu entdecken als Flipper-Automaten? Okay. Was ist mit den anderen Automaten? Mit dem Frank oder der Grina? Sollen wir darauf eine Runde spielen? Nein. Okay, dann machen wir eben weiter. Ja, ist ja okay. Ist ja in Ordnung. Meine Güte. Ich unglaublich, dass er uns nicht irgendwie anspricht auf diesen komischen Hut, den wir jetzt tragen seit neuestem. Der ist halt wirklich ultimativ und geil so, ne? Hier ist auch nochmal was. Können wir mit dem Fußspuren jetzt ein bisschen was machen, ne? Auf dem flaumigen Staubteppich, der den Werkstattboden bedeckt, siehst du eindeutig Fußspuren. Jackpot, dann holt sein Notizbuch hervor. Im Gegensatz zu den anderen, hier sind die neu. Und war hier in den letzten Wochen. Geh nochmal in die Hocke und guck sie noch genau an. Wir haben das schon mal gemacht, ich weiß das, aber das war noch vor der so und so Edition hier. Große Fußspuren, wahrscheinlich von Stiefeln. Die genaue Größe lässt sich schwer bestimmen. Die Sohle könnte größer sein als das Blatt. Sohlen haben ein Muster hinterlassen. Gleichmäßige horizontale Linien. Wahrnehmung. Herausfordernd. Sehen. Sehr gut. Erfolgreich. Es war nur eine Person hier. Sie ist hin und zurück gegangen. Die Spitzen zeigen in beide Richtungen. Die Fußspuren wirken, als ob eine Person hin und zurück gegangen wäre. Von dort. Er zeigt auf die Aufzugstüren in der Ecke. Nach dort. Er zeigt auf die verriegelte Tür. Okay. Dieser Abdruck sieht anders aus. Ja. Die Fußspur genau unter die Lupe. Ich glaube, es könnte die gleiche Größe sein. Es ist nicht der gleiche Schuh, aber der Abdruck könnte von der gleichen Person stammen. Sehen die wie die Arbeitsschienen vom Tatort aus? Nein. Alles anders. Auf jeden Fall irgendwelche Stiefel. Okay. Okay, was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass jemand wohl einen Geheimweg genutzt hat. In der Klassis Zimmer in den letzten paar Wochen. Das könnte wichtig sein, ja. In der Wand ist ein winziges Loch. Auf der anderen Seite siehst du ein Schlafzimmer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt wird einige... Gott, dieses Schwein. Ich meine, wer sonst? Das ist auch der Bewohner aus diesem Keller. Okay, du kannst sie beinahe sehen. Die Gestalten eines Mannes und einer Frau, die sich im Zimmer in Drogenschweiß gebadet zwischen schmutzigen Lakenregeln. Überall liegen Flaschen. Ich glaube, ich kann von hier aus in Klasses Schlafzimmer schauen. Er beugt sich vor, um das Guckloch zu begutachten. Man erkennt kaum etwas. Wir sollten besser keine vorlegen und sensationslüsternen Stöße ziehen. Aber die Spuren auf dem Boden, Zeit auf die neuen Fußabdrücke, sind definitiv verdächtig. Was haben diese Leute da drin getrieben? Du beugst dich intensiv näher und zum Guckloch vor. Ich wette, sie machen da drin irgendwas ziemlich Widernatürliches. Etwas sensationell Widernatürliches. Sensationell Widernatürlich. Offensichtlich. Gehen wir hier raus. Eigentlich wollten wir ja hier. Wollten ja ohne ihn herkommen, aber na gut. Man mag sich doch fragen, ob wir das auch irgendwie noch. Es muss ja so gehen. Oder ich bin jetzt faul und zahle Gart nochmal Geld. Dass wir ihn hier loswerden können. So, haben Sie gewusst, dass da ein Guckloch ist? Gute Frau. Fernsehkraft legendär, immer noch 2 Punkte. Boah. Wenn wir jetzt immer reden. Das ist auch nichts Neues tatsächlich. Person, nein. Nötigung auch. Warum hat er eine Kugel im Kopf? Eine Kugel? Schweigen.
Ihre Augenbrauen treffen in der Mitte zusammen, zu einer schmerzverzerrten Grimasse. Auf ihn geschossen haben sie auch? Majestät, es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass das Theater Kunst ist. Die Pause war nicht gespielt. Katzi ist auch hier. Sie haben ihm die Kleidung ausgezogen und auf ihn geschossen. Klingt ziemlich übel, ne? Sie meinen, nachdem sie ihm erhängt haben. Ich bin verwirrt, entschuldigen Sie. Ich auch. Wussten Sie, dass auf ihn geschossen worden war? Irgendwie komme ich gerade durcheinander. Ich dachte, er wurde erhängt. Ich war nicht dabei, als sie es getan haben. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nur, was sie mir erzählt haben. Und Sylvie, die Barfrau? Warte mal. Die ist ja noch ein fehlendes Glied hier. Die ist ja, wir haben ja mit ihr nur kurz telefoniert, ne? Langsam wird das auch für dich verwirrend. Das gefällt uns nicht. Wo war sie letzten Sonntagnacht? Wo waren sie, als das passiert ist? Ich habe mich weggeduckt. Unten mit Sylvie. Sylvie, ja? Okay. Muss ich aufpassen, dass mir nicht die Katze aus Versehen hier die Option hier drückt. Ach, meine Süße, muss ich den. Ich mach mal kurz Pause. Okay, so. Katze, Tatze ist ein bisschen versorgt hier. Okay, heißt, wir versuchen das jetzt wirklich so neu. Ich laufe da mal rüber zu meiner Hütte. Oh Gott, ich muss da jetzt. Naja, wir sehen uns gleich. Ah, jetzt wollte ich gerade so faul sein und die tatsächlich hier nochmal bezahlen, aber wir haben noch ein bisschen was zu bereden hier mit Gard offensichtlich. Ja, die kleinste Kirche in Saint-Saëns, stimmt's? Der Cafeteria-Manager hat das Lied wiedererkannt und wartet darauf, dass du das honorierst. Ja, die Kirche ist in Wirklichkeit meine Vergangenheit. Das ist mein Leben, meine Liebe. Die Kirche ist in Wirklichkeit meine Liebe. Es steht ziemlich schlecht um sie. Cool. Hört sich wirklich so an, als habe er es ein klein bisschen cool gefunden. Also, was kann ich für sie tun? In meiner Rechnung für heute Nacht? Letztes Mal. Gut, sie können heute Nacht in ihr Zimmer, aber nicht vergessen, morgen müssen sie nochmal 20 Real bezahlen. Weißt du, an dieser Küste könnte es noch andere Schlafplätze geben. Irgendwann wirst du schon einen finden. Ja, ja, ich habe ja eigentlich schon einen, ja. Aber ne, das war jetzt das schmutzige Geld von Dings hier, das, ne, also. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir Kim hier loswerden können und dass sie jetzt nicht umsonst war. Okay. Uns morgen früh, ja. Ciao. Okay, Freunde. Endlich haben wir Narrenfreiheit. So, wir haben da am Spiegel noch was gehabt, ne? Das ist irgendwas Legendäres, glaube ich. Oh Gott. Mechanik herausfordernd. Du benutzt deinen Bolzenschneider, um den Wasser zu reparieren, damit der Spiegel nicht mehr beschlägt. Achso, das könnte man nicht auch hier nochmal machen. Das haben wir ja drüben quasi schon gemacht. Bolzenschneider. Bitteschön, bitteschön. So. Und Elektrochemie. Boah, wir müssen da so viel investieren, wa? Wir sind da auf 2. Ich meine, es gibt ja mal so Spiele, so Rollenspiele in der Art nach dem Motto, ja, du schaffst trotzdem alles, auch wenn du dich wirklich spezialisieren nach dem Motto. Aber hier scheint das ja echt so zu sein, dass das echt super schwierig ist. Ich meine, wir können auf verschiedene Weisen unsere Elektrochemie ja theoretisch noch hochsetzen, aber wenn wir eine Doppel-6 Würfel gewinnen, gewinnen wir trotzdem, aber ja. Ist immer noch nur ausgeglichen. Was so? Was? Wir sind doch mechanisch äußerst begabt. Warte mal. Oh Gott. Gibt uns hier irgendwas mehr Mechanik? War da nochmal was oder habe ich das wieder? Suggestionsfähig Konzept. Ach, das hat uns noch mehr Logik gegeben. Ach, oh wow. Aber keine Autorität, hä?
das war's wirklich, ne? Ja, alle, ihr gebt mir ja Innenleben und so weiter, ihr gebt mir aber alle... Ja, Psyche allgemein plus 2, nee. Und gib mir mal die Plastitüte wieder, falls wir wieder Tada finden. Sieht ja wieder richtig gut aus. Ja gut, ich meine, wir können es versuchen. Ja. Als du versuchst, den Wasserhahn zurechtzubiegen, rutscht deine Hände an den Beutelschneider ab. Eins kannst du mit Sicherheit sagen, du warst wahrscheinlich noch nie ein Klempner. Ja, und mit 3%, ich meine, versuchen können wir es ja, ne? Ja, es ist zu spät. Wie bei einem Bild auf einem Zelluloidstreifen ist der Blick Teil deiner motorischen Rinde. Es wäre schon ein ziemliches neurologisches Wunder nötig, damit du aufhörst, diesen Blick aufzusetzen. Wir können es ja immer wieder mal versuchen. Also, so, jetzt haben wir aber die Möglichkeit, mal mit Klasse hier zu reden. Ich denke, dass wir bei ihr eher weniger Logik und mehr Empathie oder sowas brauchen werden. Auch kein visuelles Kalkül. Hier, Empathie. Enzyklopädie gegen Logik und Suggestion. Ansonsten Reaktionsvermögen. Immer Enzyklopädie. Also hier haben wir Autorität quasi. Empathie. Die Schauspielkunst passt hier. Die Logik. Was für ein Hemd nehmen wir denn? Wir könnten einen Schauspielkunsthemd nehmen. Dann erkennen wir zumindest, wenn sie lügt oder sowas. Das ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. Die Fallenhose ist richtig gut, egal wie rum was drehen. Diese Kavalleriestiefel sind eigentlich, sag ich mal, schon auch sehr gut. Elektrochemie. Zwielicht. Ich glaube, wir bleiben bei denen hier. Sieht richtig anständig aus hier, wie so ein richtiger Dick Tracy, Mann. Okay. So mal mit dir zu reden. Ich frage mich, ob wir, also es ist ja wirklich das erste Mal, dass wir allein unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob ich hier Mali bekomme, wir einfach gar nicht schlafen gehen, die ganze Nacht durcharbeiten. Und was ich jetzt mal ausprobieren wollen würde, ob wir vielleicht bei anderen jetzt auch andere Sprecheroptionen haben. Das ist ja alles so noch nicht geklärt worden hier innerhalb dieses äußerst kurzen. Moment mal. Wo ist sie? Ja gut, es ist jetzt echt spät. Vielleicht ist sie unten. Sie ist auf jeden Fall nicht hier drin. Was? Und bitte sagt mir nicht, dass sie irgendwie... Ich meine... Würde es Sinn machen, dass sie unten rumhängt? Irgendwie schon ein bisschen? Ich würde so lachen, wenn wir sie jetzt von unten wieder sehen, dass sie oben auf dem Balkon steht. Sehr eigenartige Dinge gehen hier vor. Sie ist nicht hier. Ach, die sind jetzt auch alle weg. Und da, okay, 23 Uhr ist quasi Zapfenstreiche, so wie ich das jetzt verstanden habe, ja. So, warte mal. Oh, das ist jetzt echt ein bisschen fies, aber ich meine, entweder sie schläft jetzt theoretisch oben, ja. Ist doch vielleicht irgendwie gesperrt, weil wir da gerade drin waren? Sie ist nicht da. Sie ist auch nirgendwo da oder so. Okay. Ja, ich würde sagen, dann renne ich mal los. Oh, das ist doch echt nicht wahr, ne? Jetzt haben wir das extra, haben wir auch so lange gewartet quasi. Also haben wir noch 20 Real dafür ausgegeben. Was jetzt sehr ungeil ist, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Ich schaue, ob ich das vielleicht noch rückgängig drehe. Nee? Sagst du nein? Wir werden sehen. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao, euer Torben.